Moin, ihr Füchse da draußen und willkommen zurück hier im Fuchsbau. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße wieder recht herzlich zurück zu Pokémon Omega Rubin. Im letzten Part haben wir angefangen, hier über Route 111 zu schlendern und sind dann hier auf dieses Kamerateam gestoßen, die jetzt mit uns kämpfen wollen. Oh, stark aussehender Trainer in Sicht. Okay, Kamera, wir beginnen mit dem Dreh. Schauen wir mal, was die gute Dame so im Gepäck hat. Ich denke, oh, die kämpfen sich zusammen. Eine Herausforderung von Interviewer Pia und Udo. Magnetilo und Flurmel werden von Pia und Udo, Interviewer, eingesetzt. Okay, bei Magnetilo weiß ich Bescheid, aber was ist ein Flurmel? Ich weiß nicht mehr, was Flurmel macht. Ich muss aufhören, den Shift in den Mund zu nehmen. Ah, warte, ich muss kurz Flurmel suchen. Flurmel, was bist du? Ich weiß noch, ach, es war einfach nur normal. Flurmel war einfach nur Typ normal und sieht fürchterlich aus. Okay. Okay, Magnetilo, da weiß ich, da kann ich mit Feuer arbeiten und hier gegen Normal klappt eigentlich alles. Dann nehmen wir einfach mal Eiszahn, hauen das auf Flurmel und, oh, das ist schade, ich habe gar kein Feuer. Was ist denn noch gegen Stahl effektiv? Stahl. Feuer, ja schade, Fight. Das ist nicht gut. Ich tausche das Pokémon aus. Da muss jetzt Igni her. Guti! Hilft nix. Man muss schon sagen, Magnayen ist einfach ein cooles Vieh, oder? Das sieht einfach cool aus. Das würde ich mir auch echt so als Hundi halten, ne? Das sieht einfach, es sieht cool aus. Ah, paralysier mich nicht. Fein. Flurmel setzt Superschall ein. So, okay. Let's do this. Du, jetzt machst du nochmal Biss. Jetzt beißt du das Vieh nochmal. Jetzt kriegst du Flurmel nochmal richtig ordentlich gebissen. Igni wartet auf Anweisungen. Und Igni, du wehrst dich jetzt gegen Magnetilo mit einer schönen Nisro-Ladung. Babs. Na, siehste, das ist sehr effektiv. Gegen Normal wäre Kampf jetzt auch sehr effektiv gewesen. Thea erhält 332 dank des Epitals, bekommt der Rest auch so ein bisschen Wert. Kira setzt Biss ein, aber das sollte jetzt wohl auch funktionieren. Zack. Flurmel wurde besiegt. Oh, armes Flurmel. Kira erhält 246 spezielle Erfahrungspunkte. Kira erreicht Level 25. Wie sieht's aus? Der Spezialangriff sagt ja so grob was über die Stärke aus, ne? Igni erhält 246. Thea erreicht. Yo. Weiter. Du besiegst Pia und Udo, Interviewer. Pia, mein Gefühl hat mich nicht getäuscht. Das ist wirklich ein erstaunlicher Trainer. Udo, wir haben tatsächlich einen starken Trainer entdeckt. Das ist unser Durchbruch. Blaufuchs gewinnt 1600 Erfahrungspunkte. Poké-Dollar. Oh Mann, ey. Das war ja sagenhaft. Ich bin komplett sprachlos. Du bist ein Phänomen. Unsere Augen haben uns also keinen Streich gespielt. Vom ersten Moment haben wir dein Potenzial erkannt. Wir sind im ganzen Land unterwegs und interviewen die verschiedensten Trainer von überall her. Willst auch du uns ein kurzes Interview geben? Ja, sicher da, ne? Wirklich? Großartig, danke. Also, könntest du bitte mit einem Wort ausdrücken, was nach dem Kampf in dir vorgeht? Na, natürlich, Hashtag Liebe. Haben wir denn einen Hashtag hier? Ich glaube, wir haben keinen Hashtag. Es gibt keinen Hashtag. Na, dann ist es halt nicht Hashtag Liebe, sondern es ist Sternchen Liebe. Warte, wir müssen das auch ordentlich machen. So, und fertig. Fertig. Oh ja, perfekt ausgedrückt. Ich habe das Gefühl, dass die Sendung total gut ankommen wird. Vielleicht wird sie ja hier im Videonavi ausgestrahlt. Schau ab und zu mal rein, okay? Also, vielen Dank und bis bald. Ja. Tschüss, haut noch rein, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, ne? Warte, jetzt mal. Oh, was ist nun los? Ah, oh, man hat mich entdeckt. Verdammt, ich wollte gerade das Pokémon wechseln. Oh, ich weiß ja nicht, wo du hin willst, aber was sagst du zu einem Kämpfchen? Ja, das ist wie ein Tässchen Käffchen, da sage ich nie nein zu, ne? Legen wir mal los. Außerdem wird meiner gerade ganz eklig kalt. Ich muss die mal langsam trinken. Moment. Oh. Eine Herausforderung von Picknickerin Irene. Plulsel wird von Irene Picknickerin eingesetzt. So, mal gucken. Das ist auf jeden Fall Elektro, aber vielleicht hat es noch irgendwas Tolles anderes drin.
Nein, nur Elektro. Elektro, ja, das ist nur bodeneffektiv, ne? Das ist wieder ein Problem. Ich habe nur Sandwirbel, das hilft uns nicht weiter. Das heißt, ich hau jetzt einfach mal einen Eiszahn rein. Das klingt immer gut. Batz, batz. Oh, das hat doch funktioniert. Manchmal muss man mit reiner Stärke auch einfach gewinnen, ne? Das ist dann einfach so. So. Irene setzt als nächstes Illumise ein. Illumise? Was ist denn das? Möchtest du das Pokémon wechseln? Weiß ich nicht, ich muss gucken. Was ist das? 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 Ach, ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Typ Käfer. Gegen Käfer ist effektiv auf jeden Fall Flug, aber was noch? Was noch? Rock und Fire. Dann wechseln wir. Wir wechseln. Ich wollte wechseln. Ich habe mich verdrückt. Ja, kacke. Okay. Dann werden wir jetzt einfach einen Eiszahn versuchen. Mit Glück klappt das trotzdem. Ja, es war ein Volltreffer. Wir haben Glück gehabt. Also normalerweise hätte ich jetzt Rita rausgeholt. Kira erhält 648 Erfahrungspunkte. Jo. Ziggy erreicht Level 23. Pilippa erreicht Level 26. Das müssen wir bald durch ein anderes Flug-Pokémon ersetzen, denn es sieht jetzt nicht mehr schön aus. Hui, du bist ja unverschämt gut. Ja, danke. Du warst aber auch nicht schlecht, muss ich sagen. Ich bin überlegen, ob ich nicht zum Schlotberg aufbrechen soll, aber die Aussicht hier ist so schön. Ja, ich bin gerade auf dem Weg zum Schlotberg. Ich muss mal gucken, warte. Ich muss es tun. Der nächste hier? Ich sprühe nur so vor Energie und mein Pokémon natürlich auch. Ja, wenn du das sagst, würde ich dir mal glauben. Was kommt denn jetzt? Eine Herausforderung von Camper Ronald. Sandan wird von Ronald in den Kampf geschickt. Sandan ist auf jeden Fall Boden. Glaube ich zumindest. Das ist Gestein. Jetzt. Nee, Boden. Dü, da ist Eis sehr effektiv. Da sind wir doch mit Eiszahn ganz gut dabei. Zack, gleich mal die nächste Frage, wo ich das Sandan hier sehe. Es gibt ja jetzt diese, in der neuen Pokémon-Edition Sonne und Mond gibt es ja dann diese Aloha-Versionen von bekannten Pokémon, wie zum Beispiel Vulpix, was richtig gut aussieht, und Vulnona. Ich finde die beiden Aloha-Versionen sehen, die sehen mal richtig gut aus. Und von Sandan gibt es ja auch eins, das sieht jetzt eher so aus wie so ein Igloo, das finde ich jetzt nicht so schön. Aber sind schon ein paar coole dabei. Wie findet ihr diese Entwicklung, dass, bevor man sich wieder irgendwas ausdenkt, was danach wieder ein Müllbeutel mit Augen ist, einfach bekannte, sehr gute Pokémon in einer etwas anderen Variation nochmal wieder ins Spiel zu bringen. Wie findet ihr das? Also ich persönlich finde es ganz gut, bevor die jetzt, es kommen ja auch noch neue Pokémon, sind auch ein paar coole neue und auch wieder ein paar sinnlose neue dabei. Aber insgesamt sieht die Entwicklung der Pokémon meiner Meinung nach für Sonne und Mond ziemlich gut aus. Wenn das so bleibt, können wir doch hoffen auf eine schöne Edition mit schönen Pokémon. Tja, da hat sich's wohl ausgesprüht. Würde mich auf jeden Fall eure Meinung auch mal zu interessieren. Blaufuchs gewinnt 304 Poké-Dollar. Das freut mich doch immer. Portemonnaie muss voll. Was ist er denn hier für einer? So. Route 111, Route 112. Ich gehe erstmal weiter geradeaus, ne? Den Backpacker, den kriegen wir auch noch. Du weißt so, es funktioniert nur, wenn du weiterläufst. Weißt du, wenn du auf der Stelle hin und her läufst, dann kommst du nicht voran. Draußen in der Natur werden Pokémon gleich viel lebhafter als sonst. Meinst du dich auch? Ja, wenn du das sagst, dann wird das wohl stimmen. Eine Herausforderung von Backpacker Brandulf. Schwalbini wird von Brandulf Backpacker eingesetzt. Schwalbini. Ist auf jeden Fall Flug. Gegen Flug ist auch Eis effektiv. Ja, siehst du, wir haben eigentlich haben wir mit Kira ganz viel Glück hier. Kira, was meinst du? Ein Eiszahn geht raus, oder? Ja, ne? Zack, damit einmal reingebissen und dann ist das auch gut. Das ist sehr effektiv. Schwalbini wurde besiegt. Kira erhält 291 spezielle Erfahrungspunkte. Joho. Pikachu erreicht Level 25. Du besiegst Brandulf, Backpacker. Auch wenn ich verloren habe, fühle ich mich irgendwie erfrischt. Oh, das ist ja die Hauptsache, ne? Bisschen Febreze, über den Rucksack, dann läuft das wieder. Dann ist das auch wieder gut. So, wir versuchen mal weiter nach oben zu gehen. Mal gucken, was da uns so erwartet. Das sieht irgendwie... Oh, hier kommst du nicht weiter. Der Sandsturm in der Wüste ist einfach zu stark. Und dann lassen wir das lieber, ne? Wenn der Sandsturm zu stark ist, dann wollen wir uns ihm nicht entgegenstellen. Das wäre nicht gesund. Also geht's jetzt auf Route 112, wenn ich das richtig gesehen habe. Jo, Route 112. Also ich muss mal gerade schon mal hier meine Poké-Wiki schon mal vorbereiten. Das ist nie verkehrt. So, was ist denn hier los? Route 112. Oh! Aha! Unsere Rivalin ist mal wieder da. Blaufuchs!
Dort, schau doch, da ist der Schlotberg. Tatsache. Also 3D-Pokémon ist schon cool, ne? Man soll ja, es soll ja auch angeblich ein Spiel sich für die NX in Entwicklung befinden. Und ich muss sagen, wenn jetzt mal eine richtige Edition, sowas wie Rot, also so eine richtige Pokémon-Edition auf der Konsole, nicht halt als Handheld. Der Vorteil natürlich, man muss halt sagen, am Handheld ist der Vorteil, dass man schön tauschen kann. Aber man heute mit Internet tauscht und so weiter, geht's auch mit der Konsole, ne? Und das NX ist ja vermutlich so ein Zwitterwesen aus Konsole und Handheld. Und wenn da mal eine richtig gut, qualitativ, sehr hochwertig, richtig gut Grafik 3D-Pokémon-Version rauskommen würde, das wäre schon ziemlich cool. Aber gut, ich schweife ab. Er ist so riesig, so prachtvoll. Der Anblick verschlägt mir regelrecht den Atem. Ich will unbedingt mal mit der Seilbahn bis zum Gipfel fahren. Oh, dein Pokémon-Team sieht etwas erschöpft aus, Blaufuchs. Ich mache es wieder fit für dich. Oh, danke, das ist nett von dir, du. Das muss ich sagen, das ist nett von dir. Dein Team wurde vollständig geheilt. Dann habe ich noch das hier für dich. Blaufuchs erhält das Item Stärke, die VM04 Stärke. VM wurde in der TM- und VM-Tasche verstaut. Du wirst sie bestimmt gut gebrauchen können, wenn du in den Bergen unterwegs bist. Ach ja, außerhalb eines Kampfes kann sie erst dann eingesetzt werden, wenn man den Orden der Arena von Bad Lavastadt hat. Denk dran. Hoppla, fast hätte ich es vergessen. Ich war auf dem Weg nach Laubwechselfeld, um Professor Cosmo zu besuchen. Also dann, Blaufuchs, ich muss weiter, aber beim nächsten Mal kämpfen wir wieder, ja? Ja, wenn du das sagst. Dann kämpfen wir wieder. Ich muss mal gerade mein Pokémon-Navi anmachen. Auf der letzten Route gab es gar keine Möglichkeit, irgendwie Pokémon zu fangen, ne? Ah doch, da Wasser. Wasser-Pokémon. Aber das lassen wir eben. Haben wir eigentlich eine Angel? Muss man mal gucken. Ich glaube, Angeln wollte ich irgendwann mal machen. Da hole ich mir dann irgendwann so ein Fang-Pokémon, mit dem man gut fangen kann. Und dann lege ich los. Wir gucken mal kurz, was man hier so fangen kann. Dann. Dam, badam, bam, badam, badam, bam, ba. Oh, ein wildes Macholo erscheint. Macholos Kampf, was ist denn nicht effektiv gegen Kampf? Flying Psycho und Fairy ist effektiv. Das heißt, ich nehme mal irgendwas, was nicht so effektiv ist. Nehmen wir doch einfach mal Biss. Und hoffen, dass. Na, wir sind 10 Level drüber. Ich guck mal, was passiert. Vielleicht reicht's. Oh, sieht gut aus. Das ist nicht sehr effektiv. Macholo setzt. Was? Setzt es ein? Kira wurde erkannt. Okay. Ich werfe einfach mal einen Ball. Und wir schauen, was passiert. Superball. Wir hätten es noch ein bisschen mehr runterkämpfen. Ja, sag doch. Wir hätten es noch ein bisschen mehr runterkämpfen können. Fußtritt. Hörst du mal auf, in mein Gesicht zu treten? Das ist nicht lieb von dich. Das ist sehr effektiv. Oh, Initiative von Kira sinkt. Ja, dann kriegst du jetzt erstmal einen Sandsturm ins Gesicht. Ich mach den jetzt einfach blind, bis er nichts mehr sieht. Genauigkeit von Machado sinkt. Geowurf, oh oh. Das sieht ja cool aus. Kriegst nochmal einen Sandwirbel rein. Genauigkeit von Machado sinkt. Ey, das gibt's doch nicht. Ah, jetzt müssen wir mal langsam aufhören. So, warte, ich schmeiße nochmal einen Ball. Ne, nicht Pokémon. Zurück, zurück. Ich will einen Ball werfen. Beutel. Bälle. Nochmal ein super Ball. Komm schon. Uns fehlt nochmal Cholo. Wir brauchen das noch. Wir müssen bald auch mal so eine Wundertausch-Episode machen. Wo wir uns einfach nur irgendwelche dödeligen Pokémon fangen. Und zack. Und dann wundertauschen wir die weg. Das kann manchmal ganz witzig sein. Ne? Und manchmal kommt auch echt gutes Zeug bei rum. Kira erhält 156 spezielle Erfahrungspunkte. Kira erreicht Level 26. Dank des Epitalers erhält auch der Rest noch ein bisschen Wart. Thea erreicht Level 28. Igni erreicht Level 30. Für Pacholo wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Bam, 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 Macholo. Größte 0,8 Meter Gewicht, 19,5 Kilogramm. 9 Stück gesehen. Macholos Muskeln sind etwas Besonderes. Sie schmerzen nie, egal wie sehr sie beansprucht werden. Dieses Pokémon hat genug Kraft, um 100 Erwachsene umherzuwerfen. Boah, mit dem lege ich mich lieber nicht an. Möchtest du dem... Nö, Spitznamen wollen wir jetzt erstmal nicht. Ja, ich habe gerade keine Ahnung, wie ich den nennen soll, deswegen lassen wir das. So, aber es gibt noch was. Es gibt hier noch was. Ich glaube, so einen kleinen Pflanzen-Vulkanwesen. Ein wildes Macholo erscheint.
So, diesmal knabbern wir direkt an ihm. Oh, wie es immer aufspringt, so süß. Jetzt kriegst du mal Biss. Nio. Das ist nicht sehr effektiv. Oh, Karatschlag. Oh, 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 oh. Nicht sterben, nicht... Ah, war knapp, du. War knapp, du. Pass auf, jetzt kriegst du aber hier nochmal einen Eiszahn rein. Kira will sich wenigstens rächen. Nio. Mascholo wurde besiegt. Nee, Kira hält ein... Jo, mach mal weiter, du. So, jetzt werden wir Kira mal austauschen, weil sie doch ziemlich schwach auf der Brust geworden ist. Tauschen. Ich tausche dich mal mit Thea. So, wir machen weiter. Ich will ja versuchen, möglichst, wenn möglich, immer alles von der Route zu kriegen. Oh. Irgendwo in der Nähe. Hier scheint ein Pokémon zu sein. Wo wird es sein? Wo mag es sein? Da ist es. Wir laufen da vorsichtig. Es ist ein Macholo. Dum, 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 dum. Ein wildes Macholo erscheint. Los, Thea. Schmeißen wir ihm die Prügel raus. Die sieht auch cool aus. Kämpfen. Wie wär's mit Aero Ass? Flug ist sehr effektiv gegen Kampf. Sollte also ordentlich was bringen. Zack, das ist sehr effektiv. Damit war's das auch schon. Danke, Peter. Das bekommt auch der Rest. Bettenwart. Jo, ist okay, ist okay. Dum, da, da. Weiter geht's. Ich brauche jetzt noch eins von den anderen da. Ich will das haben. Na also, ein wildes Kamaup erscheint. Ich habe schon wieder vergessen, was das ist. Wahnsinn. Mein Gehirn kann sich das alles nicht mehr merken. Es ist fürchterlich. Es ist fürchterlich. War aber, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, einfach Feuer. Feuerboden. Feuerboden. Was ist denn Feuer? Ich wasche effektiv und Boden... Gut, Flug ist nicht effektiv. Das heißt, wir werden jetzt mal versuchen, mit einem Flügelschlag es nicht unbedingt umzubringen. Ja, schade. Das hat nicht funktioniert. Dann nehmen wir nächstes Mal den Ruckzuck-Hieb. Das ist der Nachteil, wenn man dann doch ein bisschen mehr levelt. Und ja, ihr seht, ich habe immer noch den EP-Teil an, weil ich ein bösen, bösen Fuchs bin. Ein bösen, bösen Fuchs. Dann wird man halt doch irgendwann stark. Deswegen, ich hole mir dann immer so ein Fang-Pokémon. Es gibt, ich weiß gar nicht, wie die Attacke heißt. Der bleibt immer ein HP über. Also man kriegt es nicht kaputt gehauen. Aeroass. Damit kann man dann ganz gut Pokémon fangen, ne? Oh. Danke, Peter, dass er doch der Rest Erfahrungspunkte. So, komm, Kamaup. Ich brauche die noch einmal. Das hilft auch nix. Eins brauche ich noch von dir. Von der Sorte der Kamaups hier. Na also, ein wildes Kamaup erscheint. Level 14. Naja, wir versuchen mal mit Ruckzuck-Keep. Mal gucken, was passiert. Nein. Kamaup hält aber echt nix aus, ne? Okay. Geht weiter. Wir machen weiter. Ich finde noch ein Kamaup und dann wechsle ich das Pokémon. Das mache ich blind. Und dann wechsle ich das Pokémon und dann kriegen wir das schon hin. Da ist noch eins. Was ist denn so überhaupt nicht effektiv gegen Feuer? Wasser. Lass uns mal Wasser nehmen. Pokémon. Ziggy ist sehr schwach. Lass mal, wir nehmen mal Ziggy. Der kann eigentlich nicht die Prügel raushauen. Da muss gehen. Da muss gehen. Komm, Ziggy, du musst jetzt hier mal ein bisschen die Schwäche raushauen. Kamaup setzt Tackle ein. But, siehst du. Ihr zwei versteht euch, glaube ich. Das wird schon funktionieren. Du kriegst jetzt Zertrümmerer. Das klingt nicht gut, aber wir machen mal. Na also. Intensität 7. Oh oh. Das klingt, oh nein, das läuft. Läuft bei mir. Läuft bei mir. Was haben wir denn noch? Kann ich noch irgendwas... Zerschneider weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, Zerschneider ist zu heftig. Wobei das Käfer ist und Käfer dürfte gegen Feuer nicht... Wir versuchen unser Glück. Vielleicht ist es zu doll. Vielleicht ist es zu doll. Ach, scheiße. Ich hätte es sein lassen sollen. Ich hätte es sein lassen sollen. Okay, nächstes Mal. Nächste Runde schaffen wir das. Nächste Runde schaffen wir das. Ich bin ganz zuversichtlich. Aber ihr habt den Hahn gehört. Das heißt, wir machen hier erstmal wieder einen Break. Ich speichere ihn fix ab. Ich würde das immer so gerne tun.
So, dann bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet soweit ein bisschen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst entsprechende Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich immer gerne unter Video posten. Ansonsten sehen wir uns dann gleich im nächsten Part wieder und bis dahin wünsche ich euch viel, viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.